herzliches Hallo aus unserem Garten und willkommen bei Gartenfreund und Gartenfreundin. Vor einigen Tagen ist uns ein Auftrag ins Haus geflattert. Zwei Hochbeete wurden bestellt. Um die Menge der benötigten Bretter und Staffeln zu wissen, machen wir uns immer eine genaue Skizze. Wir berechnen die Anzahl der Bretter und die Länge der Staffeln und dann geht's ab zum Sägewerk. Vorbereitung ist das halbe Leben. Deshalb wird erstmal abgeladen, das Werkzeug gerichtet und dann geht's los. Wir können uns jetzt an der Skizze orientieren und wissen genau, wie lange die Bretter abgelenkt werden müssen. Zuerst messen und anzeichnen. Dabei achten wir darauf, die Stärke des Sägeblatts gleich mit einzuberechnen, damit die Bretter später nicht zu kurz sind. Unsere neue Kappsäge hat einen eingebauten Laser. Damit lässt sich's einfacher arbeiten. Alles schon geschnitten? Dann geht's ans Zusammenbauen. Diese 8 Teile gehören nicht zu den Hochbeeten. Was aus ihnen wird? Lasst euch überraschen! Die beiden Hochbeete werden nicht in unserem Garten stehen, deshalb erfolgt hier nur eine Vormontage der Seitenteile. So lässt sich das Ganze einfacher transportieren. Wir schrauben jedes Brett zweimal und achten auf eine kleine Fuge zwischen den Brettern. So steht das Holz bei Wärme, Kälte oder Feuchtigkeit nicht unter Spannung. Der Platz, an dem Hochbeet Nummer 1 stehen soll, ist von Unkraut befreit und geebnet. Jetzt folgt die vorläufige Endmontage. Jeweils das oberste und unterste Brett der schmalen Hochbeetseiten werden montiert. Das Ganze möglichst auf einem geraden, flachen Untergrund. Die Montage dieser 4 Bretter hält das Hochbeet im Winkel. Gleichzeitig kann man die oberen beiden als Tragegriff benutzen. Wühlmäuse sind ein leidiges Thema im Garten. Deshalb wird die Unterseite des Hochbeets mit einem feinmaschigen Gitter überzogen. Das Gewicht der Befüllung der Hochbeete ist nicht zu unterschätzen. 2 Staffeln an den Längsseiten schaffen Verstärkung. Die Verbindung der Staffeln sorgt dafür, dass auch bei hohem Druck die Wände nicht auseinandergedrückt werden können. Bleibt noch die Frage der Befüllung. Wir befüllen unsere Hochbeete im Sinne der Permakultur. Das bedeutet von grob nach fein. Von dickeren Gehölzen über Grünschnitt bis hin zum eigenen Kompost. Die unterschiedlichen Materialien in der Hochbeetfüllung werden unterschiedlich schnell zersetzt. Das liefert zu verschiedenen Zeiten Nährstoffe für die Pflanzen und sorgt für einen reichlichen Ertrag. Hat euch unser Video gefallen?
dann lässt doch ein Abo oder einen Daumen hoch da. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, hier bei Gartenfreund und Gartenfreundin.